Gekreuzigt im Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen, Römer Kapitel 6, 15 durch 18, wo das so sein wird. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt, zum Gehorsam dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht? Es sei der Sünde zum Tode oder den Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun gehorsam geworden seid von Herzen dem Vorbild der Lehre, welchen ihr übergeben seid. Befreit nun von der Sünde, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Die werden genug Angst haben, sich von der Unsicht zu uns einen Freibrief für die Sünde geben dort. Also Paulus bejahte diesen Fehlschluss hier nun und er redete ganz früh über, indem er die Frau stellt und sagte dann auch mit einfach ein Nee beantworten wird. Wir sind vom Gesetz frei, aber wir sind nicht gesetzlos. Die Not bedient die Freiheit, dem Herrn zu dienen und nicht jeden Abend zu singen. In Kapitel 6 eint, wie auch diese Frau soll wieder in der Sinn wieder bloß bern blieben. Und hier redet er noch einmal, soll wir dann bloß noch ein wenig dann singen. Und der Antwort, als er bett steht, ist Paulus ganz einig, sagt, und er sagt, das sei ferne, aber nee. Gott kann keinmal nicht sinn, Gott halten. Das ist eine einfache Tatsache von unserem Leben, dass wir Sklaven von den Jahren geworden, dem wir aus unseren Herrn uns unterstahlen tun. Wenn wir uns nur den Sinn vertäuben, dann wollen wir auch die Sklaven von den Sinn. In der ewigen Tod wird auf uns warten. Wenn wir uns über Gott unterstahlen und wir horchen am und wollen am gehorchen, dann ist die Folge davon ein geheiligtes Leben. Das Glauben von der Sinn waren der Schuld und Furcht und Not rückgetekend. Doch die Knechte Gottes, die sind frei zu tun und was der neue Mensch jeden tät. Warum sollen die Sklaven bleiben, wenn sie doch frei können sein? Aber Gott sei Dank, die sind nicht mehr halblos von der Sinn, also der Sinn priestergift oder ausgeliefert, sondern die sind nicht gehorsam, sagt Paulus, mit Leib und Seele dem Evangelium. So stintuliert worden ist. Der römische Christen, die wieder dem Evangelium von der Gnade, dem sie unbefohlen worden wären, von Horten gehorsam geworden und schließlich von all den Lehren, die Paulus in der Brei wiedergeben hat. Reichte Lehre, das sollte recht in Gehorsam führen, indem sie die Wahrheit annehmen, dass sie von der Sinn frei gemerkt worden sind. Worden sie Sklaven für die Gerechtigkeit. Der Ausdruck von der Sinn frei gemerkt bedient nicht, dass sie nicht keine Sünden Natur mehr in sich haben, sondern vielmehr, sie sind frei gemerkt von der Sinn und wisst du mir, dass die Sinn nicht mehr herrschen wird über den Mensch. Also ich und du, wir müssen eine Entscheidung treffen und wir können eine Entscheidung treffen. Wenn wir sagen, dass wir wollen für Jesus leben, dann kriegen wir auch die Kraft durch den Heiligen Jesus, dass wir können ein geheiligtes Leben führen. Wenn ich aber sage, dass ich will wieder in Sinn leben, wo ich ein Sklave für den Sinn blieben und ab dem Ende gehe ich verloren. Und Paulus sagt, ein gläubiger Mensch, der kann nicht einfach so wieder in Sinn leben. Wann hat auch sein, dass wir sind vom Gesetz frei gemerkt? Damit meint Paulus niemals, dass wir nicht gesetzlos sind. Sondern der Gnade hilft uns nun, in dort zu leben, wo Christus wohlgefällig ist. Dort, wo das Gesetz verlangen, das können wir gar nicht. Und du hilft uns die Gnade nun an, dass wir dort leben können, nun, wo das Gesetz verlangt, durch die Hilfe von dem Heiligen Jesus. Und immer wollen wir dort nicht vollkommen handkriegen, aber du kriegst stetig Not für uns an. Und der Heilige Jesus lädt uns, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Wir brauchen nicht mehr ein Sklave von den Sinn sein. Und du wünschst uns Gottes Segen, dass wir ganz bewusst uns du sind. Wenn Sinn uns Jesus merken will, dann werden wir näher sein. Und wir werden immer Jo sein zu Jesus Christus und er wird uns helfen. Und dann erwartet uns der ewige Himmel, wo Jesus zu sich hier und dort, wo wir alle einmal waren und sind mit einem Tau. Gottes Segen. Wollen wir noch beten? Lieber Herr Jesus,
Danke für die Kraft, was wir haben in dir durch dem Helden Jesus, dass wir nicht brücken ins Klo von der Sinn sennen oder blieben, sondern wir können frei werden durch Golgatha, durch die Gnade, dass du gekommen bist. Help uns da an, Herr Jesus, wenn Sinn uns dies merken will, dass wir uns immer wollen, nur die bringen, die am Halb werden, und danke, dass du immer euer Beste halben. In Dingen Namen, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.